Nehmen Sie sich vielleicht einen Schirm in die Hand oder suchen Sie noch ein bisschen einen trockenen... Beinahe wäre der Auftakt des Stadtfests ins Wasser gefallen, aber eben nur beinahe. Einen waschechten Pirnaer schreckt ein kleiner Schauer eben nicht ab. Erst recht nicht, wenn auch die Retter zur Stelle sind. Mit Pauken und Trompeten machten sie ihrem Namen alle Ehre. In Windeseile waren die grauen Wolken vertrieben. Und somit stand den Feierlichkeiten zum 790. Geburtstag der Stadt nichts mehr im Weg. Das erste Highlight bot sich in der Stadtkirche St. Marien. Hier musizierten Pirnaer, die Elbland-Philharmonie und der Domchor Meißen gemeinsam. Kantor Florian Mauersberger dirigierte in Höchstform. Behende formte er Solisten, Chor und das große Orchester zu einer Einheit. Ein Klangerlebnis der Extraklasse. Das Orchester ist ganz toll gewesen, die Solisten sind ganz toll gewesen. Die Orgel als Königin konnte man hier mal richtig erleben. Mit unserem Kantor, dem Florian Mauersberger, haben wir natürlich einen grandiosen, der hier die Musiken umsetzt in der Kirche und das auch ein bisschen ja, offener gestaltet und schöner musikalisch. So was Schönes habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Und wir sind zu Besuch hier und das ist der krönende Abschluss für unsere Reise morgen nach Hause. Die berauschende Ohrenfreude rundeten viele mit einem vollmundigen Gaumenschmaus ab. Im kühlen Schatten der Stadtkirche lud das Weindorf zum Verweilen ein. Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke schlüpfte in die Rolle des Rebsaft-Sommeliers. Bei einem guten Tropfen feierte er mit den Amtskollegen der Partnerstädte. Unter ihnen auch Günter Binder, Bürgermeister der Gemeinde Bayernfurt. Die Runde ist sehr gemütlich, das stimmt, und die Weine sind auch sehr, sehr gut. Kompliment an den Freistaat Sachsen, was hier alles wächst und gedeiht. Aber noch viel wichtiger sind uns wirklich die Menschen und die sind uns sehr ans Herz gewachsen. Wir mögen hier die Stadt und die Bürgerschaft und wir möchten uns deswegen auch weiterhin austauschen und miteinander ins Gespräch kommen. Günter Binder ging selbst mit gutem Beispiel voran. Auf seiner persönlichen Agenda hat besonders der Austausch mit den internationalen Kollegen höchste Priorität. Ganz wichtig finde ich innerhalb Europa dieser interkulturelle Austausch. Der ist notwendig in diesem Vielvölkerstaat, den wir haben. Und wir spüren es ja auch jetzt ganz aktuell in dieser Zeit, dass wir zusammenrücken müssen und dass wir einfach da auch eine gemeinsame Basis schaffen müssen. Für eben jene sorgte dann die einbrechende Dämmerung. Bei gedimmtem Licht und zwingender Musik wagten sich die Tanzwütigen aus der Deckung. Unter den Klängen der Boogiehechte wirbelten sich die Pirnaer in die Nacht. Am Samstagmorgen durften dann auch die Jüngsten ans Werk. Im Klosterhof bot der archäologische Markt allerlei Heimlichkeiten. Kleine Steine, Murmeln und andere verborgene Schätze wollten geborgen werden. Hierfür hatte das zuständige Landesamt insgesamt 15 Entdeckerstationen aufgebaut. Wir reden ja hier von der Archäologie, von unserer Geschichte in unserem Raum. Wir sind bei allen Bauarbeiten dabei. Wir untersuchen jede Stelle, wo Archäologie vermutet wird, wenn dort Bodeneingriffe stattfinden. Und das ist natürlich ein breites und sehr spannendes Berufsfeld. Die kleinen Schatzsucher kamen voll auf ihre Kosten. Die Freude am Ausgraben, Reinigen und Katalogisieren der Fundstücke war groß. Für Landesarchäologin Smolik ein gutes Zeichen. Schließlich ist der Nachwuchsbedarf der Branche groß. Das betrifft alle Berufszweige in der Archäologie, weil wir jetzt aus den geburtenstarken Jahrgängen herauskommen. Die gehen langsam in die Rente und uns fehlen Grabungstechniker, uns fehlen Grabungsmitarbeiter. Und zukünftig, mit einer leichten Verspätung, werden uns auch die Wissenschaftler fehlen. Wer es schriller und lauter mochte, kam am Thälmannplatz auf seine Kosten. Der dort angesiedelte Schaustellerpark bündelte die bislang an der Elbe gastierenden Fahrgeschäfte. Flankiert wurde das großflächige Areal von einer stark beschallten Bühne. Ein paar Schritte weiter sorgte die Reibeisenstimme von Thomas Bachmann für gute Laune. Was ist los? Ihr seid so leise! Seid ihr noch alle da? Na los, wir wollen die Hände sehen, wir wollen die Hände sehen. Los, alle Hände, wo sind die Hände? Über die neue Spielstätte wurde zuletzt viel diskutiert. Ein Argument, das Stadtfest würde durch die weiten Wege zersprengt. Thomas Bachmann spricht sich dennoch für den neuen Standort aus.
Es ist eine feine Sache, ob es Kinder sind, ob es Erwachsene sind, ob es die Jugend ist. Es läuft super und alle sind glücklich in Pirna und alle sind begeistert, dass wir das in diesem großen Stil diesmal durchziehen können. Seit 1991 tourt Bachmann mit seinem Musikexpress XXL durch die Lande. Genügend Vergleichsmöglichkeiten hat er also. Das gilt auch für seine Partnerin. Frauke ist seit Anfang an dabei. Sie gibt dem Entertainer Kraft und die braucht der Regisseur des Vergnügens auch, um seine Gäste abzuholen. Und das geht schneller und lauter. Zicke, zacke, zicke, zacke. Zicke, zacke, zicke, zacke. Für Fans der ruhigeren Klänge gab es auf dem Marktplatz eine Alternative. Norbert Leisegang und seine Mannen von Keimzeit rockten mit Klingklang bis nach Feuerland. Im Anschluss wurde fleißig gefeuerwerkt. Sowohl der Nachthimmel als auch die Bühne vor dem Canaletto-Haus wurden hell erleuchtet. Da sich der Beginn des angekündigten Spektakels deutlich verschob, waren einige längst weitergezogen. Das Mecker der Feierwütigen war wie in jedem Jahr die WGP-Lounge. Hier lockten fette Bässe, gleißendes Licht und elektrisierende Tanzeinlagen. Zum Abschluss des dreitägigen Feiermarathons schalteten die Pirnaer einen Gang zurück. Vor allem Familien zog es an die Elbe. Dort präsentierte sich der Kreissportbund. Das Angebot der Sport- und Erlebnismeile war im Vergleich zu den Vorjahren geringer. Dem Besucherzuspruch tat das, zumindest am Sonntag, jedoch keinen Abbruch.